So, dann jetzt der zweite Versuch, einen Stream zu diesem Thema zu machen, nachdem der erste vor einer halben Stunde ja so ein bisschen in den Erdboden gekracht ist. Wie auch immer, wir wollen einen Tag vor Weihnachten noch die böse Energie von uns abwerfen und dazu stellen wir uns dem Schlimmsten, was man in Mario Maker 2 tun kann, neben vernetztes Spielen auf S+ oder generell Ranked Multiplayer Gaming, nämlich die Endlos-Herausforderung auf sehr schwer. Mit dem neuen Algorithmus habe ich die Hoffnung, dass wir da etwas bessere Level kriegen. Hat ja bei Schwierig mit 105 geschafften Leveln auch geklappt. Und ja, jetzt finden wir es gemeinsam raus. Gerade schon, wie gesagt, einen Streamversuch gehabt mit einem Level. Dann gab es Probleme, die eigentlich gar nicht wirklich da waren. Egal. Wir starten es jetzt nochmal. Und ich wundere mich immer noch, dass man 30 Leben hat. Weil eigentlich, laut meinen Erinnerungen, startet man diese sehr schwierige Challenge nur mit 10. Aber könnte ebenfalls ein Update sein. Also vielleicht wurde nicht nur der Algorithmus verbessert, sondern auch die Fairness. Wäre jedenfalls ganz supi-dupi. Ich finde es auch beängstigend, wie da im Hintergrund ein Unwetter tobt. Naja, Mario ist bereit und ich hoffe, ihr auch. Super Mario 3D World Boss Rush. Besiege alle Meowser und erreiche das Ziel. Warum tust du dir das an? Naja, weil wenn ich es nicht machen würde, wäre das LP etwas unvollständig, finde ich. Und daher möchte ich durchziehen. Auch S+ werde ich in einem Stream, wahrscheinlich im allerletzten Part, nochmal angehen. Um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ist das eine blöde Stage hier. Aber das hat ja noch Zeit. Jetzt kommt erstmal die Endlos-Challenge auf sehr schwer. Und die ganzen Donies lese ich dann, sobald Zeit ist. Ich versuche auch die aus dem letzten Stream nachzuholen. Du schreibst gerade, 30 Leben gab es schon immer. Hä, wie komme ich dann auf 10? Ich habe es halt selber nie gespielt, sondern immer nur ein paar... Ist das ein Hammer? Okay. Ich habe immer nur ein paar Videos gesehen und ich dachte, dass es da 10 gewesen sein. Naja. Ist schon ein bisschen bisschen länger her. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber egal. Wenn du sagst, es ist schon immer so gewesen, dann ist das wohl so. Nein, in diesem Stream geht es wirklich nur darum, ein Level zu schaffen. Tatsächlich wäre ich schon mit einem geschafften Level zufrieden. Oh, ich hätte da nicht sofort hochgehen sollen, oder? Doch? Was ist das für ein seltsamer Bosskampf? Oh, okay. Wenn ich halt runterfalle, wird's eng. Beziehungsweise hier muss ich doch runter, ne? Ja, okay. Das haben wir richtig gemacht. Perfekt. Das Level gefällt mir bislang gut, aber ich habe so das Gefühl, wenn es um die Meowser... Ja, es ist ja nur einer. Wenn es um den Meowser geht, wird's eklig. Jetzt muss ich in die Röhre, ne? Andere Wahl habe ich ja nicht. Wurde der Stream nicht unterbrochen, weil die Stimme nur aus dem rechten Ohr kommt? Wenn ja, das ist immer noch da. Ich habe mir die Aufnahme angeguckt und bei mir ist das nicht so. Weder mit Boxen noch Kopfhörer. Also keine Ahnung, ob das vielleicht gerade ein Streaming-Bug von YouTube ist oder so, aber an mir liegt es definitiv nicht. Es sind wirklich kreative Bosskämpfe dabei, das gefällt mir, aber du bist halt mit einem Fail direkt komplett am Arsch, ne? Muss ich jetzt den Bulli oder die Pflanze besiegen? Das ist das Seltsame. Ich denke, der Bulli muss sterben. Ja.
Also es ist ein solider First Try, aber ich werde es auch bei diesem einen Versuch lassen. Ton passt bei mir auch, ja, siehst du? Also keine Ahnung. Bei den Leuten, wo es nicht passt, versucht zu aktualisieren. Mehr kann ich euch da leider nicht helfen, weil es ist ein Problem, was nicht da ist eigentlich. So, noch zwei Räume. Ich werde sie mit Sicherheit nicht packen. Wenn ich sterbe, werde ich gleich skippen, weil, naja, nochmal alles zu machen, habe ich halt keinen Bock. Aber wäre geil, wenn... Boah, wenn wir das schaffen könnten. Oh, warte, hier müssen wir doch einfach nur hoch und dann chillen. Oh, da ist sogar Katzenglocke. Wir haben Glück, Leute. Der gönnt. Jetzt vorsichtig sein. Ach, als ob ich keinen erwischt habe. Ich habe aber den richtigen, Es war keiner der Großen. Der Kleine hat den Schlüssel gehabt. Okay. Die Stimme ist rechts 20% lauter. Das kann nicht sein. Nochmal so ein... Nein! Fucking Double Round! Ich hätte nicht mal springen müssen. Wenn ich da unten gechillt hätte, hätte er mich gar nicht getroffen. Ja, ich will mich erstmal um ihn kümmern. Dann ist er weg und ich kann mich in Ruhe um ihre verschiedenen Multiplikationen kümmern. So, okay. Ja, komm. Ein Treffer. Da kann man nicht durch, ne? Nee. Okay, ein Hit noch. Es wäre richtig geil, wenn wir das Level direkt first tryen würden, weil ich, wie gesagt, mit einem Sieg schon zufrieden wäre, aber ich glaube nicht dran. Miauser wird jetzt safe asozial. Aber hey, wir sind bis zum Ende gekommen. Wir sind bis zum Ende gekommen. Müssen uns nicht schämen. Oder warte, was kommt denn da noch? Weil ich komme ja jetzt hier nicht durch, Alter. Brauch ja einen Hammer. Ach nee, warte mal, Quatsch. Da am Anfang war eine Box, ne? Geht da jetzt nicht rein? Oder muss ich? Nee. Das größte Problem wird die Zeit sein, denke ich. Wie besiege ich ihn denn? Feuerblume, ich muss da hoch. Ich habe nur 137 Sekunden dafür. Das ist super wenig für Miauser. Aber besser Feuerblume als Katze oder so ein Scheiß. Wenn er aber jetzt hier die ganze Zeit im Hintergrund rumfliegt, ist das halt doof. Ich kann es nicht ändern. Oh, komm her, Dude. Digga, willst du mich verarschen oder was? Ja, natürlich chillt er jetzt oben. Fuck. Okay, jetzt muss abgegangen werden. Mann, komm runter. Das meinte ich damit nicht. Ja, es ist gut, es ist gut. Yes, er ist down. Komm schon. Warte mal, was ist denn das hier für ein Scheiß? Oder kann man einfach nur nicht die Fahnenstange erreichen? Das ist alles. Ah, okay. Das heißt, der Typ gönnt einfach kein Leben. Hat das Level wahrscheinlich extra für diese Challenge gebaut. Hatte ich gerade eine Zeit von 000? Was? Oder hat er schon runtergezählt gehabt? Nee, oder? Weil wenn, habe ich das gerade gar nicht gemerkt. Hatte ich 000? Jedenfalls bedanke ich mich bei Lichtschalter HD für 8 Münzen. Das war noch aus dem anderen Stream. Moin Meister, wünsche dir schöne und vor allem entspannte Feiertage. Wünsche ich dir auch und ich hoffe, du hast es bis zu diesem zweiten Stream geschafft. Das wäre ganz geil. Dann Dragonfire, 2 Münzen. Hi Domi, schau dich schon seit deinem Super Mario Galaxy 2 LP und feier dich sehr. Du warst sozusagen meine Kindheit. Oh. GG, okay, danke. Hatte ich 00? Nee, ne? Ich glaube, die Zeit wurde schon runtergerechnet.
Aber es sah so aus, weil es auch geblinkt hat. Nee. Nee, hat es nicht. Ah, okay. 77 Sekunden. Alles klar. Ja, es hätte mich auch sehr gewundert. Patrick Watz, 2 Münzen, da du nach Japan möchtest. 2 Euro sind jetzt gerade 242 Yen wert. Ja, gut, das variiert ja täglich. Also, wenn, dann müsste ich instant fliegen. Wobei, selbst dann wäre die Währung schon anders. Aber trotzdem, danke für die Wasserstandsmeldung. Und TNT Explosive ist offensichtlich wirklich explodiert. Er hat 96 Münzen donated, was völlig krank ist. Völlig krank. Da ich deine Videos schon seit mehreren Jahren aktiv verfolge, dachte ich mir, ich gebe dir jetzt dank dieser tollen Unterhaltung einfach mal 1 Euro je Monat, die ich dich jetzt schaue. Ah, ja, okay, das ist natürlich ein cooles System, aber ich bin zu doof zum Rechnen. Wie viele Jahre sind das? Für jeden Monat. 12, 24, 36, 48, 62. Okay, es sind keine Jahre, ne? Beziehungsweise keine geraden Jahre. Es sind ungefähr 5 Jahre, halten wir das so fest. Vielen, vielen Dank für die lange Treue und diese heftige Doni. Brutaler Typ. Ja, das Level kriegt ein Like, es war schon ziemlich nice, auch wenn das Zustellen der Stange am Ende echt herzlos war. Das kann man doch nicht machen. Wahrscheinlich wurde das Level allein deswegen für die sehr schwere Challenge gepickt. So, ich möchte noch mal kurz gucken, ob sich hier etwas bei den Audio-Settings verändert hat. Aber wenn das in der Aufnahme passt, kann es ja gar nicht sein. Nö. Keine Ahnung, Leute. Weiter. Steht einfach nur hart. Ja, das ist Schmutz, das sehe ich schon direkt. Acht Jahre. '96 sind 8 Jahre, aber Kopf hoch. Ja gut, Leute, ihr wisst, dass ich nicht rechnen kann, okay? Vor allem im Stream unter Druck nicht. Aber nice to know. Es sind keine Jahre, keine gerade Zahl. Beides falsch. Naja, jetzt weiß ich's ja. Okay, ein Versuch bei dem Level noch, aber das ist irgendwie gerade im Vergleich zur Qualität von... Von vorhin Abfall. Ah, naja, das muss nicht sein. Mach mal ein Skippy. Hattest recht Glück mit dem Level gerade. Denke ich eigentlich auch, ja. Also wir werden jetzt eine viel, viel größere Schmutzrate bekommen. Left and right. Ja, der Sound ist left and right gleich. Stimmt. So, was ist das? Ach, da geht... Oh, die Pflanze geht da nicht weiter. Ja, dann ist es eigentlich besser, sie nach links zu manövrieren. Wie dumm, Alter! Hä? Was? Wer hat den Schlüssel? Hä? Left and right. Was muss ich hier machen zum Teufel? Du hast aber dein Ziel schon mal geschafft. Stimmt, also es kann nicht mehr schlecht werden. Ich bin happy. Es kann nichts mit den Kettenhunden zu tun haben eigentlich, ne?
Ich muss die Pflanze irgendwie besiegen, aber wie? Also es ist anscheinend ein neues Levelkonzept, also zumindest bedient es etwas, was ich nicht kenne. Ja, warte, aber ich kann sie hier immer weiter... Na, jetzt hängt sie. Warum sollte sie dann sterben? Das verstehe ich halt nicht ganz. Wo ist sie hin? Hä? Alles klar! Nee, Digga, kein Bock. Was soll denn das? Selbst wenn die Pflanze nur noch rechts gesteuert werden müsste. Na, kein Speedrun. Genau wie bei... Pure Belastung. Leute, der Stream laggt nicht. Nö, keine Sekunde. Okay, was ist das? Bewegt das Ding sich, wenn ich da drauf jumpe? Nö, eben nicht, siehst du? Ja, und was wollen die jetzt von mir? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Link's Backforth Dungeon, Hard. Das ist auch ein etwas neueres Level. Vielleicht haben wir da ja bessere Karten. Back and forth. Das heißt, ich bin erstmal... ja doch, ich... Hä? Bin doch erst in die hintere Tür gegangen. Was will er denn? Wie zieht man nochmal die Bombe raus? Ah, so. Kann man die nicht auch irgendwie hinlegen? Ich dachte, das ginge. Ja, ja, da ist was, da ist was. Nein, Link! Was tust du? Das ist so nervig. Aha. Okay. Das ist schon mal ein ganz gutes Secret, um den Level zu beginnen, finde ich. Das könnte interessant sein. Und nicht nur sehr schwer, sondern auch gut. Ah, ich habe überlegt, aber hier kannst du ja auch die Wand wegsprengen. Easy. Vielleicht hast du Glück bei dem Level. Ich habe auch Hoffnung, ja. Gab's irgendeine Bedingung? Nein. Oh, hier muss die Bombe aber sehr gut platziert werden. Ja, ob das reicht? Doch, tatsächlich. Okay, nice. Stimmt, kann man eigentlich die Mannschaft mit Bomben besiegen? Nö. Superchat-Nachrichten hole ich nach dem Level dann nach, Leute. Nur als Wasserstandsinfo. Oh, was ist das? Also, was soll das, meine ich? Ah, okay. Soll einfach nur den Dödel da wegdrücken. Ja, moin! Damit meinte ich nicht mich. Ich hab im Chat gelesen.
was ein Fehler war in dem Moment. Bevor wir da hochspringen, glaube ich, sollten wir erst einmal die Pfeile in Anspruch nehmen. Ah, okay, doch nicht. Braucht man gar nicht. Wofür ist der Powerblock? Einfach zum Auslösen? Weil wenn, dann gönne ich mir das jetzt. Und spreng die Wand weg. Easy. Das Level macht einen guten Eindruck. Ja, doch. In der Tat. Aber es ist nicht sehr schwer bisher. Es ist normal. Kann sich aber noch ändern. Hab dich abonniert. Ja, das höre ich gerne. Das ist sehr erfreulich. Genauso wie die 3 Leben hier. Das ist wie Gold in einer sehr schweren Challenge. Aber ich dachte eigentlich, hier geht es weiter. Ist das nicht der Fall? Habe ich da drüben was übersehen? Der Weltrekord ist 15 Minuten, oder was? Bei was? Das hier ist doch endlos. Hä? Kommt man da irgendwie hoch? Wo geht's denn weiter? Ja, ich muss dumm sein. Es muss hier einen Weg geben. Vielleicht zeigt sie auch dieser Goomba an. Nee. Oder ihn irgendwie besiegen? Tut sich dann was? Kann aber eigentlich auch nicht sein. Ich habe ihn sogar getroffen. Also wenn jemand eine Idee hat, nur her damit. Warte, ich habe keine. Andere Seite oben sprengen. Welche andere Seite? Also es gibt hier keine Möglichkeit, irgendwas zu sprengen. Wenn du Pause drückst, siehst du den jeweiligen Rekord des Levels. Ja, okay, okay. Das war mit den 15 Minuten gemeint. Ich glaube, der Typ, der den Rekord aufgestellt hat, der hing an derselben Stelle, oder? Ich habe keinen Plan. Wie könnte das denn funktionieren? Stimmt, bei den Manschern. Aber wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Geht doch gar nicht, oder? Doch, wenn man den Powerblock richtig auslöst, dann schon. Okay, danke. Das ist zwar ein seltsamer Levelverlauf, aber gut, wir spielen ja hier eigentlich auch im Zelda-Dungeon. Von daher macht das durchaus Sinn. Ich muss mich jetzt aber auch zurückverwandeln, oder? Weil ich komme doch da nicht... Doch. Man kommt da auch so hoch. Das war aber echt gut versteckt. Danke fürs Helfen. Hat jetzt aber immens Zeit gekostet, also wir werden krepieren. Ist schon mal klar. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr YOLO-Modus fahren. Damit wir möglichst noch viel vom Level sehen und uns einen Plan zurechtlegen können und so. Aber es ist sehr, sehr konfus. Also ich denke mal, der Weltrekord liegt nicht umsonst bei 15 Minuten. Ich hoffe, man kann sich hier jetzt wenigstens seinen Weg aussuchen. Und nicht, dass es irgendwelche blöden Sackgassen gibt, Alter. Kettenhunde, no. Ja, man braucht sogar rote Münzen. Cool wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch einen zweiten Checkpoint bekämen. Aber ich denke fast, es gibt bei... Nein, bei jedem Weg... Eine rote Münze. Man darf ja den Link auch gar nicht verlieren, sonst ist es vorbei. Es ist brutal schwer.
Ja, er hat auch hart im Titel. Es ist wirklich sauhart. Wenn du dich einmal treffen lässt, bist du verloren. Ob wir das schaffen? Das ist ehrlich gesagt sehr unwahrscheinlich. Wir können aber mal einen anderen Weg probieren, zumindest. Ich glaube auch nicht, dass es da nochmal einen Checkpoint geben wird. Ich würde es ungern skippen, aber es ist brutal. Ich weiß ja nicht mal, wo ich jetzt nach den Red Coins suchen soll. Also, habe ich schon welche verpasst oder nicht? Okay, aber es ist gut zu wissen, dass es hier noch ein Recovery gibt, sozusagen. Da können wir uns immer ein Schwert holen. Stimmt, ich könnte auch nach jeder roten Münze zurück zum Checkpoint gehen. Das ist richtig. Ist auch gar nicht so weit weg, also kann man durchaus überlegen, ja. Stimmt. Ist das jetzt eine Sackgasse oder ist hier eine rote Münze versteckt? Na komm, wir sprengen mal lieber den Weg frei, sonst kommen wir dann nicht mehr hoch. Warum nimmst du nicht die One-Ups mit? Weil man nur drei bekommen kann. Mehr werden eh nicht gezählt. Und die sind schon voll, wie du oben links sehen kannst. Ich glaube, dass da eine rote Münze in der Wand drin steckt. Alles andere wäre echt asozial. Ich meine, komm, ich ziehe jetzt hier durch. Und erwarte, dass ich hier an dieser Stelle auch was bekomme. Aha. Oh oh. Oh, du kleiner... Muss der Raum denn so weit nach hinten weitergehen? Der ist richtig ausgerastet, ne? Fast wie ein Zelda-Dungeon. Ja, wirklich so. Okay, jetzt gibt's einen Rückweg, aber ich muss mein Power-Up abgeben. Ja, und wozu? Was sollte das jetzt? Warte mal, Bruder, wie zum Teufel komme ich denn da jetzt hoch? Hä? Was soll das? Warum komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Das ist jetzt lächerlich. Moment mal. Man kann die Münzen doch auch mit den Pfeilen treffen. Aber dann ist die Frage, wie ich zurückkomme, beziehungsweise was da oben noch ist. Weil da ist ja eindeutig noch ein Weg. Okay, ich habe die Red Coin, aber... Ja, keine Ahnung, da hoch komme ich nicht. Lol. Keine Ahnung. Also wenn da noch eine ist, dann... Kann ich es nicht ändern. Muss jetzt auch nochmal runter. Wegen dem Checkpoint. Und wir das safe nicht in dem Versuch jetzt schaffen werden. Du brauchst den Timer ja quasi schon für eine rote Münze. Aber das ist mal ein richtig aufwendiges, schwieriges Level. Also schon irgendwie cool. Versuchen wir es zu schaffen. Oh. So, hier geht's weiter. Den Weg kennen wir ja einigermaßen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang bin. Bin ich hier runter? Ja, ne?
Ja, ich muss sowieso jeden Weg machen. Bombenjump? Ich weiß nicht, Bombenjump gibt's doch gar nicht in Mario Maker, oder? Kann man sich da mit einer Bombe hochhauen? Vielleicht irgendwas seltsames Bombe schmeißen, währenddessen shielden und sich dann irgendwie so hochglitschen, aber na, weiß ich nicht. Oh, ich glaube, das hier ist ein Shortcut zum Checkpoint nach unten. Sprich, wenn du die rote Münze hier holst. Warte mal, kann man die vielleicht wegbomben, die Kettenhunde? Geht das? Ja! Okay. Was ich mich halt frage, ist, wenn hier die rote Münze ist, was ist dann da hinten noch? Weil oben sind ja die anderen Wege für die Red Coins, oder? Irgendwie erübrigt sich doch alles, was jetzt kommt. Wenn ich das mit den Bomben mal vorher gewusst hätte. Lol. Ja, so ist es echt chillig. Als ob. Na komm! Du stehst mitten im Weg, du musst weg. Ja, so ist gut, so ist gut. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ach nein, wartet mal. Der Weg dort oben führt nach unten. Dann ist es vielleicht doch ein ganzes Labyrinth, ja? Hier wird mir die dritte rote Münze schon hinterhergeschmissen. Das wundert mich. Jetzt können wir uns sogar noch einen Schuh holen. Schönes Upgrade. Oh, das ist aber nicht für hier. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnurstracks zurück zum Checkpoint, oder? Weil wir haben eh nur noch 100 Sekunden. Speichern die drei roten Münzen ab. Ja, ist doch dufte. Und dann mal sehen, was noch geht. Ach, Moment. Hier hochjumpen, oder? Warte, das will ich jetzt rausfinden. Nein, hier ist nichts! Als Optiker, warum ist dann hier dieser scheiß Goomba? Oh, hätte ja sein können, dass da die letzte rote Münze ist. Ich dachte, ich hätte 200er IQ und da bin ich jetzt stecken geblieben. Hoffen wir mal, dass man den Schuh für nichts braucht, aber ich bezweifle es stark. Na egal, ist ja eh abgespeichert, der Shit. Ich mag einfache Level. Ja, gut. Wir spielen das ja hier, um schwierige Level zu spielen, von daher kann ich mich nicht hinstellen und sagen, hey, ich will was zum Durchrennen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir die letzte rote Münze doch noch. Aber dann muss jetzt alles gelingen. Alles. Los, 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 20 Sekunden! 20 Sekunden! Wo ist die Red Coin? Wo ist die Red Coin? Da geht's nach unten, okay. Was ist das für ein Scheiß? What? Alter. Krass. Okay, und ich glaube, er will, dass man mit dem Schuh da hochkommt. Damit man dann wiederum diesen Knochentrockenpanzer bekommt. Aber wofür ist der? Ich habe noch keine Passage gesehen, die dafür geeignet wäre. Ah, doch. Na klar. Hier hinten links.
Ja. Okay, ich glaube, wir haben das Level entschlüsselt, Leute. Wir haben das Level entschlüsselt. Was, wenn du die letzte Coin sammelst? Darfst du nicht sterben? Okay. Warum? Naja, ist doch egal. Ich habe nicht vor, nochmal zu sterben. Aber ihr, Kettenhunde, weg mit euch. Digga, bitte, mach nicht diesen. Ja. Okay. So, jetzt. Schuh gegönnt und los geht's. Aber ich darf ihn halt nicht verlieren, ne? Sonst muss ich den ganzen Weg zurück. Oh, das Blöde ist, ich kann ja da drin auch nicht... Nein. Pfeile schießen und so. Oh nein. Oh, ist das blöd. Ich hätte auch erstmal hier die Viecher wegmachen sollen. Oh, come on. Ah. Ja, so weit, so gut. Oh, das ist echt hart. Mit allem bis zum Ende durchzuhalten. So, hier können wir jetzt aber auch rausspringen eigentlich. Ach, interessant, dass man den mit dem Schwert nach vorne pushen kann. Was mir aber auch nichts bringt, wenn er dann verpuffen sollte irgendwann. So wie jetzt. Okay, ein Raum noch, ne? Der Schlüssel wird nicht gespeichert und alle roten Münzen sind weg. Selbst wenn ich mich dann umbringe? Hä, was soll das denn? Nintendo, WTF? Oh, scheiße! Glück gehabt. Oh mein Gott. Solche gäbe es wohl auch noch irgendwie eine Abkürzung zum Checkpoint runter, aber brauchen wir dann ja nicht mehr. So. Jetzt machen wir den Wechsel. Perfekt. Allerdings müssen wir jetzt innerhalb des Zeitlimits von ganz rechts nach ganz links. Ohne Gegentreffer. Wobei, Moment. Hier, wie gesagt, die Abkürzung nutzen, dann ersparen wir uns einiges an Ärger. Ist doch eine Abkürzung zum... Achso, zu dem Kettenhundraum. Ja, ist auch okay. Da kann ich mit leben. Aber was wäre jetzt besser? Ich glaube nicht nach unten, sondern gechillt hier durch. Ja. Das Ding ist, jetzt ist aber der Fortschritt dort drüben links nicht ganz gespeichert, ne? Ja. Klasse. Na komm, Digga. Ernsthaft? Ich muss jetzt alles nochmal aufbomben. Mann, stirb doch, du Arsch!
Lassen wir ihn. Machen wir es so. Strapazier nicht mein Herz. Du, das erste Herz, was down geht, ist meins. Vor allem, wenn ich auf den Timer gucke. Kann der Panzer eigentlich auch verpuffen? Ich will es nicht ausprobieren. So, aber es ist nicht mehr viel, es ist nicht mehr viel. Okay, der Weg müsste jetzt frei sein. Let's go! Du hättest direkt mit dem Shooter hingehen können. Oh well, das stimmt. Und ich habe hier diese Assis vergessen. Aber es wird bestimmt noch eine Passage kommen, wo man zwingend den Panzer braucht. Sonst macht das alles ja keinen Sinn. Kannst du dich von da verpissen, du Arsch? Digga. Aber tendenziell hast du recht. Ja, ich hätte auch mit dem Shooter hochgekonnt. Mal schauen, ob der Macher das Levels daran gedacht hat. Weil hier dieses Sägeblatt ist ja eindeutig für den Panzer. Stimmt. Ja, klar. Und ohne den Schuh wären wir dann hier auch gar nicht durchgekommen. Achso. Ja, okay. Damit hat sich die Sache ja schon geklärt. Was? Stachelhelm? Warum? Ich dachte, da wäre eine Röhre zum Ziel. Wofür brauche ich den Stachelhelm denn jetzt? Hä? Das darf nicht wahr sein, Digga. Wofür ist der scheiß Stachelhelm? Muss irgendwo... Ah, war das nicht sogar ganz rechts, kurz vor dem Panzer? Ist hier noch was drin? Nee, oder? Ich glaube, ganz, ganz rechts. Ja, aber das ist so ein Hin und Her, das ist absolut unfair. Wie schnell sollst denn du das machen? Wo kommst du jetzt noch her? Hau ab, du Arsch. Oder hier irgendwie hoch? Ich weiß es nicht. Nee, hier wäre es eh nicht gewesen. Das Level ist schön komplex, aber bisschen too much. Ist halt auch absolut nicht mit einem Timer von 400 Sekunden machbar. Wir haben unser Bestes gegeben. Wie lasst du? Run, run, run. Ja, jetzt kommen super viele Speedruns, ey. Oder? Ist das einer? Nee. Nee. Ganze Arbeit für den Ding. Ja, es ist echt schade. Ich hasse sowas, wenn man sich richtig hart den Arsch aufreißt und das quasi bis kurz vors Ziel schafft und du dann realisieren musst, es wird nicht reichen. Weil dann halt doch noch ein Kniff kommt, der dir das Genick bricht. So, hier sollen irgendwo Münzen sein. 150. Ach so. Ich habe jetzt einen Hammer, aber wofür? Ein Schmutz. Ach so, man kann die so aus dem Screen rausballern, oder? Ja, aber hey, komm. Als ob. Da brauchst du ja allein schon genug Glück, dass die da rausgeschleudert werden.
Okay, es ist auch eine Idee, die ich noch nie gesehen habe. Immerhin. Nur sage ich da nein, danke. Ich glaube, man muss einige erst aus dem Screen raushauen und vorher geht das gar nicht. Außer du hast halt das Luck des Todes. Ich weiß gar nicht, wann ich zu den Donies kommen soll. Es gibt halt keinen Moment, wo mal Ruhe ist. Was hier zu tun? Keine Ahnung. Ja, da kann jemand gut Level bauen auf jeden Fall. Ja. Warum macht man dann da so einen Kreis, wenn man da gar nicht reinspringen soll? Ist das Schmutz. Wir gucken mal, ne? Was da so geht. Was kommt denn als nächstes? Einfach drüber rennen oder was? Oh. Scheiße. Warum habe ich gewartet? Boah, Digga. LOL? Was soll das denn? Ja, kreativ ist er ja, ne? Das Level ist halt der letzte Schmutzdreck, aber er ist kreativ. Bisschen. Und wir leben immer noch. Nein, nicht, da war doch der Cooper. Ich weiß das doch schon. Aber ich glaube, danach kommt das Ziel, oder? So viel wird dann nicht mehr kommen. Das können wir schaffen. Okay. Kreativ? Ja, fand ich jetzt schon. Also die Stelle war in Ordnung. Und warum warte ich schon wieder? Du musst halt zweimal auf die Kugel wie springen, das nervt. Aber die Idee ist in Ordnung. Also da finde ich alles davor in diesem Level deutlich schlimmer. Yes, und ich hatte die Hoffnung, dass ich jetzt schnell genug war, dass die nicht respawnen können. Und naja, ich glaube, ich hätte nicht sagen sollen, dass es kreativ ist. Denn es ist Schmutz. Dreckiger Schmutz. Ich habe keine Ahnung, wer den Schlüssel hatte. Aber der Weihnachtsmann hat ihn mir gesendet. Danke, Weihnachtsmann. Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, lese ich gerade im Chat. Passt so gut. Jetzt können wir uns auch endlich mal wieder den netten Leuten widmen, die hier was dagelassen haben. Shining Fang zum Beispiel, 2 Münzen. Danke für all die Jahre und Unterhaltung. Die Projektliste ist ja ganz schön leer geworden nach dem Ende von Mario Party 8 und Pokémon.
Ja, also gibt halt auch gerade keine neuen LPs. Jetzt muss ich wieder in der Retro-Kiste kramen und schauen, was wir noch zu spielen haben. Aber ein paar Sachen habe ich gefunden. Könnt ihr gespannt drauf sein. Apfelsamen, danke für 2 Münzen. Kenne dich jetzt schon seit über 6,5 Jahren. Seit deinem LP zu Mount Luigi Dream Team Bros. Bis heute immer gute Videos und für jeden was da. Mach weiter so. Liebe Grüße, Niklas. Danke dir. Und der DBZ Gohan YouTube lässt 5 Münzen da. Danke für die jahrelange Unterhaltung. Verfolge dich seit dem We Party You LP. Bist der erste YouTuber, den ich abonniert habe. Mach weiter so. Freue mich schon auf geile LPs im neuen Jahr. Oh, ich auch, ja. Ich auch. Ich hoffe, dass da Nintendo noch ein bisschen nachliefern wird, aber die letzten Jahre waren doch sehr unterhaltsam. Daher bin ich zuversichtlich. Master of Disaster lässt 15 Münzen da. Sehr geehrter Nintendo, würdest du mal eine Show zu Just Shapes and Beats machen? Noch nie gehört, sorry. Ist ein Bullet-Hell-Spiel, aber wirklich gut gemacht und nicht so schwer und auch nicht so lang. Da ich halt noch nie davon gehört habe, ist es leider eher unwahrscheinlich. Aber wenn ich mal dran denken sollte, gucke ich mir mal einen Trailer oder so an. Danke auf jeden Fall für den kreativen Input. Dennis Schwichtenberg, 2 Münzen. Kleines Dankeschön, finde die Map, Musik, wo die geschafften Level gezeigt werden. Die erinnern an die letzte Welt von Super Mario World. Das hier? Ach so, nee, das andere. Ja, ja, das ist ja auch daran angelehnt. Kleiner, das ist auch daran angelehnt. Er meint die Levelauswahl. Also, das hier. Rick Vanian, 10 Münzen. Ich wünsche dir und dem Chat eine wunderschöne Weihnachtszeit und alles Gute fürs kommende Jahr. Boys and Girls, auf euch. Ein Prost. Sehr lieb, danke. Ist eigentlich schon Weihnachten? Also, Heiligabend. 2 Stunden erst. Also offiziell der Tag halt, ne? Ist klar, dass es erst am Abend vom 24. ist. Egal, Weihnachten wird auf der ganzen Welt eh zu verschiedenen Zeitpunkten gefeiert. Das ist so seltsam. Yo, bin wieder da. Hab die ganze Zeit F5 gespammt, wo du off warst. Meinte der Lichtschalter HD. Lässt 2 Münzen da. Danke fürs Süchteln und 2 Münzen. Yogo lässt 3 Münzen da, liebe dich. Ah ne, das haben wir vorhin noch gelesen. Das heißt, bei Tippi sind wir aktuell. Okay, und dann gucke ich mal in den Superchat. Den habe ich noch gar nicht im Blick gehabt. Krass, ey. Wir haben jetzt 2 Level geschafft. Es ist so viel Zeit vergangen. Wir haben 2 Level geschafft. Aber wir sind dadurch schon mal auf Platz 20.000. Das ist schon... Geht klar, oder? So, wird das hier denn live angezeigt? Doch, ja. 2 Münzlis von ProPlays. Gönn dir, Brudi. Dann Miluetta Love. 5 Münzis? Wie habe ich sie immer genannt? Münzen, ja. Domino, du bist mein großes Vorbild, aber das... Ja, okay, gut. Das kann man jetzt, glaube ich, kann man weglassen, den Schmarrn hier. Olga Elke, 2 Münzen. Wirst du Super Mario Galaxy 2 nochmal spielen? Na, habe ich schon vor, in 4K nochmal zu bringen. Auch den ersten Teil. Aber der Zeitpunkt weiß ich jetzt nicht. PS Zocker, 1 Münze. Danke. Boku, 45. Hey, Tommy, schon seit Jahren dabei. Dank dir habe ich mir eine Switch mit Zelda Breath of the Wild gekauft. Hast die Liebe zum Gaming wieder in mir erweckt? Oh, sehr schön. Hör ich auch sehr häufig. Feier ich, dass ich da helfen kann. Weil ich verstehe das, dass man da so ein bisschen rauskommt. Das ist bei mir auch ab und zu früher der Fall gewesen. LixIsor, 5 Münzen über... Wie heißt das denn, dieses neue Ding hier, diese Sticker? Schon vergessen. Die neuen Sticker, die YouTube eingeführt hat. Marcel MV, 1 Münze. Sir Wiesel, 1 Münze. Rachel Free, 4 Münzlis. Und auch so ein Sticker? So ein Baby? Und ein Vögelchen. Was gefüttert wird, okay. Teils sind diese Sticker aber auch seltsam. Schlechtesten, 1 Münze. Danke. Nepnep, 5. Hey Domi, wollte nochmal Danke sagen für das Foto. Ich war so glücklich, dass ich dich treffen durfte. Na, wer war alles in Wien dabei? War eine schöne Zeit. Ja, dann machen wir hier mal kurz eine Pause und es geht weiter mit dem nächsten Level. Sonst ist es zu viel auf einmal. Ja, muss los.
Woher soll ich denn wissen, dass die Dinger in Lava eingetaucht werden? Das heißt doch auch, ich muss da in die Röhre rein, oder? War das vielleicht sogar ein Developer-Eck? Nee, man sieht's ja sogar. Aber wie soll man denn da hinkommen? Kommen die Dinger nochmal raus? Wenn nicht, skippe ich den Shit. Nö. Panda! Supersticker heißen die. Ah, ja, genau. Ja, genau. Supersticker. Das Level... Ich kann's nicht mal haten. Was soll denn der Scheiß? Nein. Kein Speedrun. Bitte, bitte kein Speedrun. Boah. 442 Münzen sammeln. Das will ich mir auch nicht antun, oder? Klar, es ist immer die Frage, wie das verstreut ist, aber... Ich weiß nicht. Der Pfeil zeigt nach unten. Was soll das? Oh no! Das ist auch eine fiese Falle, oder? Exakt solche Level kommen fast nur vor. Ich merk's. Okay. Na, wie verfahren wir mit dem hier? 400 Münzen ist echt zu viel. Und dem wird das ganze Level durchziehen, wahrscheinlich, mit so Fallen. Aber einen Versuch gebe ich dem noch. Cut-Level. Vom Gucken gefällt es mir jetzt erstmal auch nicht wirklich. Shit. Rick Vanian L, danke für die Mitgliedschaft, weil ich es gerade sehe. Sehr freundlich. Ist sogar nur so ein scheiß Pilz! Kannst du denn sonst wohin stecken, den Müll? Jetzt komme ich mit dem scheiß Yoshi da nicht mehr raus! Ja, dann friss deinen Abfall alleine. Halloween Town. Escape from Halloween Town. Das könnte was werden. Oder? Was? Na, jetzt bin ich ja auch eingesperrt. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis wir wieder was Gescheites bekommen. Oh, holy fuck. Wer das Mitleiden bis hierhin mochte, kann den Stream gerne mit einem Like unterstützen. Denn es wird nicht... Es wird nicht angenehmer. Das wird auch meine Leben zerfressen. Auch wenn der First Fall schlecht war. Alter. Um wie viel Uhr stehst du immer so auf? Das ist sehr random. Je nachdem, wie kaputt der Schlafrhythmus ist. Momentan ist es sehr sozial. Bin die letzten Tage immer 7 Uhr, 8 Uhr aufgestanden.
Aber da war ich ja auch in Wien und habe nicht gearbeitet. Es wird sich jetzt vermutlich wieder verschlimmern. Ja, komm, Bruder, also das... Na, da zersägen wir nur unsere Leben. Es ist ein schöner Level so zum immer wieder versuchen. Aber nichts für die Challenge, nicht für mich zumindest. Lava Rising. Das hört sich auch echt unschön an. Was? Okay. Ist der Typ krank? Oh, da wäre sogar ein Leben jetzt gewesen. Naja, als ob wir das schaffen. Komm, mach mir den Weg frei, Bruder. Ich verstehe nicht, was du von mir... Oh, no. Okay. Nicht so ganz geil gebaut. Komm, das Level ist cool. Ich spür's. Jetzt sag mir aber bitte nicht, man muss immer den richtigen Pfad wählen, sonst... Doch. Ich kann da theoretisch hochspringen und in die nächste Röhre gehen, aber ich glaube nicht, dass das so gemacht werden soll. Ja, hier ist ein On-Off-Switch. Okay, den müssen wir zuerst aktivieren. Mhm. Geile Musik, ja, definitiv. Tunnel steht knöcheltief in der Lava. Ja, noch sind es 16 Leben. Das kann zwar sehr schnell gehen, weil sehr schwer, aber ich fühle mich noch gut. Außerdem war mein Ziel ein geschafftes Level. Ich habe jetzt schon 2. Wow, hier ist sogar noch ein Pilz. Weißt du, dass Julian Bam mit YouTube aufhört? Ja, ich hab's tatsächlich in Wien gesehen, das Video. Erstmal dachte ich halt, er ist eh irgendwie Clickbait, er sagt halt Tschüss für das Jahr, aber tatsächlich hört er komplett auf. Ich hab zwar immer weniger Videos geguckt. Hä, wie soll ich da hochkommen? Aber es geht halt damit wirklich massivst Qualität flöten in YouTube-Deutschland. Das finde ich sehr schade. Ich meine, an sich verstehe ich's. Ich habe mich auch in seinen letzten Worten so ein bisschen wiedergefunden. Was er halt meinte mit Familie vernachlässigen, Gesundheit vernachlässigen, überarbeiten, übertreiben. Fühle ich alles, aber dann muss man halt irgendwann vielleicht auch einfach diese zu hoch gesteckten Ziele regulieren und nicht komplett aufhören. Also es ist seine Sache, ich will ihm da nichts vorschreiben, aber ja, wäre irgendwie schöner gewesen, wenn man ihn jetzt nicht ganz verloren hätte. Und ja, ich weiß, er macht mit seinem zweiten Kanal weiter und will auch streamen.
weiß nicht, es ist irgendwie nicht so das Gleiche. Ich fand halt, der Kanal war echt einzigartig für YouTube Deutschland. Was haben wir jetzt noch, wo wir sagen können, hier, das ist Qualität in YouTube Deutschland. Ist halt, ja, schon irgendwie sad. Aber wünsche natürlich alles Gute mit dem neuen Weg. Und wohin führt mein Weg? Ich habe keinen Plan, wo es hier weitergehen soll. Wir haben jetzt eine Sackgasse erreicht. Habe ich was nicht geschnallt? Warte, habe ich da den P-Switch gebraucht? Bin mir gerade nicht sicher. Oder hätte ich ihn da verwenden können? Ich habe ihn noch. Nein, ich musste ihn doch davor benutzen. Allerdings ist auch nicht ausgeschlossen, dass man einfach einen zweiten braucht. Ich habe den Raum jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Du hättest die eine Münze nicht sammeln dürfen. Welche? Wie komme ich da rüber? Dich. Na, übertreibt hier nicht. Ich mach. Okay, bis gute Let's Plays. Aber ich meine halt wirklich Blockbuster. Der Typ hat ja schon wirklich YouTube-Blockbuster gemacht. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Mit keinem. Deswegen. Aber welche Münze hätte ich nicht einsammeln dürfen? Ich bin gerade total verwirrt. Hier irgendeine, oder? Ja, aber warum muss man das dann immer so bauen? Mann! Hättest das Trampolin gebraucht? Reicht da eins? Also, achso, die sind eh despawned. F. Also muss ich mir eins grabben und damit nach rechts zu dieser Sackgasse oder was? Könnte das funktionieren, meint ihr? Probieren wir es mal aus, ne? Na, komm runter. Find's aber auch schade, dass da, also wenn es stimmt, was er sagt, weiß ich ja nicht, kann ich mir aber fast nicht vorstellen, dass YouTube da nichts macht, dass so Videos einfach mehr gefördert werden, dass er halt noch bessere Ads bekommt und somit mehr Kohle kriegt, aber ich habe mir mal die Kanalstatistiken angeschaut, also so wenig hat er jetzt da nicht gemacht. Aber gut, will da auch nichts unterstellen. Wenn er sagt, es hat sich nicht gerechnet, dann ist das so. Ja, dann finde ich es schade, dass YouTube da nicht einfach was macht und sagt, hey, den Kanal müssen wir erhalten lassen. Der kriegt jetzt nicht nur Google Prefer, das ist dieser Pool mit Ads, die mehr bringen. Da sind halt große YouTuber drin, die sich keine Skandale geleistet haben und so. Dass man dann da halt noch einen elitäreren Kreis macht, wo sie sagen, hey, hier dieser Content, den müssen wir behalten. Hm. Ich werde es wahrscheinlich jetzt wieder nicht schaffen. Hat dieser eine Raum am Ende überhaupt was gebracht? Also hier sind jede Menge Münzen. Ja. Wo waren die Trampoline nochmal? Hier oben, ne? Bringt dann dieser Raum hier rechts überhaupt etwas? Hier waren doch nur normale Coins drin, oder? Hm.
Ja, ist halt so. Lol. Nee, Katja bekommt gar nichts von YouTube. Oder nur sehr wenig. Also es stimmt nicht, dass sie supportet wird. Sie konnte lange machen, was sie wollte, ja, aber das ist schon lange nicht mehr so. Und die hat ja auch irgendwie mehr oder weniger jetzt den Kanal verloren, oder? Also ich verfolge die nicht so, aber da gab es doch mal massive Probleme. Die hat auch eine Upload-Sperre und so. Hä? Siehst du, man schafft das mit einem... Achso. Okay. Na, dann ist die Hoffnung ja noch nicht ausgestorben. Machst du mal einen Levelbau-Stream? Nee, da fehlt mir wirklich komplett die Zeit und auch die Motivation, muss ich leider eingestehen. Ja, die sind ja alle nicht ohne Grund im sehr schwer. Am Ende wird eh wieder die Zeit fehlen. Wetten. Hä? Jetzt hier runter? Okay. Ach, hier ist aber zumindest ein Jackie. War da noch was? Da ist eine Röhre. Weiß jetzt nicht, ob ich da rein muss. Klar kenne ich Theo, ich mag ihn auch. Macht auch gute Videos. Keine Frage. Und auch viele andere machen gute Videos. Alexi Wexi habe ich vorhin gelesen, der zweifelsohne auch. Aber ich finde schon, dass Julian eindeutig in der eigenen Liga war. Wie gesagt, ich habe jetzt seine Videos nicht so aktiv verfolgt, vor allem nicht in letzter Zeit. Keine Ahnung, war nicht so meins. Ist vielleicht auch nicht ganz meine Altersgruppe. Da habe ich die anderen zwei genannten zum Beispiel mehr geguckt. Aber trotzdem muss man halt sagen, dass objektiv brutal heftiger Stuff war. Ich hoffe nur für ihn, dass er sich auch so gut überlegt hat und nicht einfach, dass eine Kurzschlussreaktion war. Weil ich glaube, das hat jeder mal. Hatte ich auch. War auch gesagt, ja, morgen mache ich Schluss hier. Okay, vielleicht nicht morgen, aber ich dachte, so Ende des Jahres mache ich Schluss. So Phasen gibt's. Kann mir schon vorstellen, dass er brutal überarbeitet ist zurzeit. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Weihnachten rum. Und dann will sowas natürlich wohl überlegt sein und nicht irgendwie aus einer schlechten Laune heraus. Aber ja, so dumm will er, denke ich, nicht sein. Ich muss jetzt hier rein, oder? Wie mache ich das? Braucht er was zum Draufstellen? Nee, warte mal, hier war er noch nicht. Wenn wir es schaffen, kriegen wir 3 Leben. Das wäre schon nice. Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich merke auch gerade, wie dumm es war, den Checkpoint so früh zu aktivieren. Oh, warte, aber wir haben richtig kombiniert. Wir brauchen aber alle roten Münzen, oder? Eine fehlt noch. Ich habe 80 Sekunden dafür. Wo ist sie? Ist sie hier oben? Eigentlich kann sie nur hier oben sein, oder? Aber ich kann doch da jetzt nicht durchrennen. Das schaffe ich nicht. Ich muss es aber versuchen. Ich habe eh noch die 80 Sekunden. Let's go. Doch, man schafft das, man schafft das, man schafft das, man schafft das. Wo? Nein.
Nein, bitte sag mir, dass sie noch kommt. Wo ist die letzte rote Münze? War die nicht da oben? Man hat sie doch gesehen. Ja, gönn. Da ist der Schlüssel, Boys and Girls. Ja, tatsächlich. Geil. Oh. Für Laude. Ist häufig auch lustig, ja. Manchmal auch gar nicht. Das letzte Video fand ich ganz geil da, wo, was war das nochmal? Weihnachtslieder mit Rappern oder so. Das war wirklich lustig. Aber den muss man auch wissen, er ist bei Funks. Er macht vieles nicht selber. Und Julian Bam war halt nun mal mit einem großen Team. Aus Leuten. So der YouTuber einfach. Aber für Laude kann man sich auch geben, das stimmt. Gamer Lightcraft, danke für 2 Münzen. Hi Roman, du bist der Beste. Ich habe mir zu Weihnachten Ring Fit Adventure gewünscht und ich wollte dir sagen, dass du der beste YouTuber der Welt bist. Vielen Dank für das Lob und viel Spaß beim Auspowern. LOL, einfach direkt Platz 10.000. Wir haben einfach mit einem Level 10.000 Plätze gut gemacht. Was ist das hier? Ja, moin. Beim nächsten Sieg dann Platz 6.000 oder was? Ist ja richtig heftig. Anduku, 3 Münzen. Deine LPs sind immer sehr teuer für mich. Weil Frau kauft sich die Spiele dann immer. Dafür haben wir eine große Freude an deinem Livestream und die Videos zu Super Mario Maker 2. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Okay, weil, ja. Na dann sind meine Empfehlungen aber hoffentlich alle gerechtfertigt. Bei Titi war besser. Nee, habe ich nie gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich seinen neuen Kanal viel besser. Bonjour Marlene, 2 Euro. Frohe Weihnachten. Ich musste leider deine Mitgliedschaft beenden, da mein Studium zu teuer ist, aber hier sind so Münzen für Weihnachten. Danke für die tollen Videos weiterhin. Kein Problem, Studium geht vor. Viel Erfolg dabei. Und dir auch schöne Weihnachten. Du Bastard. Da schafft's jemand, die Laune nach dem Sieg direkt wieder zu zerstören. Ein Rätsellevel. Das hat beim letzten Mal schon nicht gut geklappt. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Schon direkt der erste Fehler. Man kann hier nichts resetten. Ach, bin ich ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Oh. Ja, das war's dann, ne? Oh, man kann doch skippen im richtigen Moment. Nein! Skippen! Yes. JP Performance ist auch gut, ja. Besiege mindestens 9 Piranha-Pflanzen. Nicht auf Zeit. What? Ist das gestört? Yeah.
Ah, Mann! Dann habe ich keinen Bock drauf, wenn ich meinen ersten Sprung schaffe. Der erste Platz hat 4610 Level geschafft. Was für ein Mensch schafft 4610 schwere Mario Maker Level? Ach komm, was ist das denn schon wieder? Ich hab Hunger. Aber nicht aufgegrillt. Ja, man muss hier ein bisschen chillen. Ja, ja, so geht das. Digga, mach, komm. Hä, und jetzt? WTF? Auf die fliegenden Twomps drauf, oder was? Ja, wie denn? Lol. Oh mein Gott. Naja, ich bin mit den drei Leveln, die ich geschafft habe, sowas von zufrieden. Wenigstens geht das Wasser nicht runter. Das hatte ich ursprünglich gedacht, dass es so ein Auf und Ab sei, aber nee, ist gar nicht der Fall. Ein Stern wird gegönnt? Oh, ich glaube für den Pilz, oder? Nimm den Pilz, du Affe! Okay. What the fuck? Jetzt ist es Gift. Normales Wasser war nicht krass genug. Na, mach doch auf. Aber es steigt gar nicht, oder? Bleibt an Ort und Stelle. Zumindest jetzt noch. Ich habe jetzt bei jeder Box, Fragezeichen Box, die Hoffnung, dass ein neuer Stern rauskommt. Nach unten? Na, dann steigt das aber Komm, Checkpoint. Gönn! Aha. Ja, klar. Na klar. What? Keine Chance. Im Wasser gegen drei. Nee. Nee. Lieber esse ich Pferdescheiße. Wenn du unter die Top 1000 kommst, bekommst du eine Bronzemedaille. Das wäre natürlich grandios, aber bei den Leveln... Es war bis dahin echt okay. Und dann... Boom. Völlige Eskalation. Ja, sowas feiere ich ja auch überhaupt nicht, ne? Ja. Alles klar.
Dann hast du wenigstens keinen Hunger mehr. Nach dem Essen vom Pferd scheiße? Ich muss wieder alles auskotzen! Mann, wieso denn? Aber ich kann auch nicht oben auf der Mauer chillen, weil dann wird die Zeit bestimmt wieder nicht reichen, ne? Ja, ich muss es versuchen. Ach, du bist doch ein... Ah, komm. Genug Leben verbrannt. Jetzt darf mich das nächste Level foltern. So ist es halt mit sehr schwer. I just wanted to... Ja, was denn? Okay. Ach, ich bin so ein Schmutzfink. Meine Überlegenschancen sind sowas von auf Null. Aber dass man nicht mal den Sprung schafft, ist traurig. Nee, du, das lassen wir dann sein. Christmas, danke für 5 Münzen. Hi Tommy, hast du mal Celeste durchgespielt? Und wenn ja, was hältst du vom Spiel? Ist meiner Meinung nach der beste und schwerste Plattformer, den es gibt. Durchgespielt nicht, aber ja, gespielt, Videos geguckt. Ist schon sehr geil auf jeden Fall. Gute Herausforderung. Hä? Feierst du eigentlich Weihnachten oder lehnst du es ab wegen Kommerz? Ja, ich bin ein bisschen gezwungen, aber eigentlich nicht, nee. Also wenn ich die Wahl hätte, nein. Ach komm, was? 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 Was zum Fick? K-Warts, Spider-Fromi, 2.13, nur am Spenden vorlesen? Nein. Eigentlich relativ wenig. Deswegen hat sich ja so unglaublich viel aufgestaut. Es wird immer heftiger. Hier will er anscheinend, dass ich den Stachy losschicke, also im Sprung berühre, losschicke und dann unten wieder auf ihm lande und direkt weiter. Welcher kranke Mensch schafft das? Frage ich euch hier. Ein Fail noch, wir sind down, ne? Aber hey, 3 Level! Das ist top! Boah, ist das ein schöner Sprung. Ist das ein schöner Sprung. Nee, also so will ich das nicht beenden. So will ich es nicht beenden. Will schon ein Level, wo vielleicht so ein bisschen eine Chance noch besteht. Bowserblitz. Vielleicht ja das? Ja gut! Thank you.
Bruder, fahr mal ein bisschen schneller! Nein, die kommen nicht mehr hoch! Nein! Ja, gut, dann kann ich noch skippen. Keine Ahnung. Shorty, danke für 20 Münzen. Hätte mir vielen Dank für das Foto und das Autogramm beim Nintendo Weihnachtszauber in Wien. War am Freitag dort, aber habe mich nicht getraut, mit dir zu reden. Hoffe, du hattest eine schöne Zeit dort. Oh, schade. Also eigentlich bin ich ja dazu da. Aber vielleicht traust du dich beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Was ist denn das jetzt hier? Achso, ich darf den nicht verlieren. Ein Speedrun, oder? Zumindest kann man das so sehen. Schauen wir mal, was geht. Also am Anfang waren die Level besser. LOL? Kein Dakaiso. Na klar, das Level schaffen wir bestimmt. Skippen bis Weihnachten ist. Das ist der Plan. Oder irgendwann verarscht werden und nach Hause gehen müssen. Es ist so krank. Es ist so krank. Schade. Ich hätte gerne noch ein Level gehabt, wo wir eine echte Chance haben. War wohl nicht mehr im Pool. Sondern nur noch Dreck. Aber ja, war trotzdem schön. Und mehr Level geschafft als gedacht. Von daher, ich bin nicht unzufrieden. Dann hat noch Mr. Chocolate 100 Münzen rausgehauen. Und damit den Top-Platz heute ergattert. Ich wollte mich auf diesem Wege für die ganzen Jahre als dein Abonnent bedanken. Bleib so, wie du bist und wünsche dir, Juli, und dem Chat fröhliche Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Ein wahrer Ehrenmann, passend zum Ende, wobei ich auch noch den Superchat natürlich gleich durchgehen werde. Vielen, vielen, vielen Dank und dir auch liebste und schönste Festtage und natürlich ein erfolgreiches, gesundes 2020, lieber Mr. Chocolate. Sondern ich glaube, wir haben beim Superchat übelst viel. Aber diesen Schmutz mit dem sehr schwierigen Modus konnte man einfach nie drauf gucken, ey. Wo haben wir denn Pause gemacht? Ich werde auf jeden Fall nochmal alle vorlesen, bevor ich den Stream beende, das ist mal klar. Ah hier, ich glaube bei Rick Vania L. Hat 11 Münzen donated. Ich wünsche dir und allen im Chat eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute fürs kommende Jahr. Lasst es euch gut gehen, Boys and Girls. Dann Jan Pascal hat eine Münze dagelassen. Fallborg 10. Erste Donation ever. Heute Jobzusage bekommen. Fange im Februar an und wollte mich bei dir als stiller Zuschauer für 8 Jahre S-Plus-Unterhaltung bedanken. Wird in Zukunft noch mehr kommen. Love you. Ich hoffe, du bist noch da, weil die Donate ist halt schon etwas länger her. Aber sie ist angekommen. Danke dir. I say play Summonson. Wann kommt Super Mario 64 Land? Let's play von Case. Ist nicht auf meiner Planliste, weil die letzten N64-Hacks jetzt nicht so ultra gut ankamen, aber es kann sich immer was ergeben. Schauen wir mal. Rick Vanian nochmal mit 5,49. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes kommendes Jahr. Martin Elling eine Münze, deutscher Flyby eine Münze. Dann haben wir zumindest nach unten hin alle durch. Aber es kam ja noch was Neues. Ich habe schon lange nicht mehr aktualisiert hier. Ich hasse die neue Ansicht. Man konnte sich früher einfach so ein schönes Fenster, so ein Browserfenster rausziehen und das ging dann immer live. Und jetzt hast du hier nur noch diesen Schmutz von diesem neuen Live
Room, der einem aufgezwungen wird. Deswegen gehe ich lieber auf den VIP-Tab, da steht es also ein bisschen besser. Michael Budde, eine Münze, Sulzul, 99 Cent, Gaming TV ebenfalls, 99 Cent. Jens Ritter, zwei Münzen, du hast mich vergessen, ich bin Ehrenmitglied. Stimmt, die Mitglieder werden hier gar nicht angezeigt. The fuck? Da schaue ich gleich nochmal explizit, ob ich die irgendwie auftreiben kann. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber du hast recht. Patrick T., 5 Münzen, vielen lieben Dank für die Videos, wünsche dir frohe Weihnachten und Feiertage. Ich dir auch. Michael Kohler, 229. Nintendo ist YouTube-Top-Qualität in Deutschland. Naja, es geht so. Geht so. Sophia Luna, schaue ich schon seit 2011. Danke für deine Videos. Vielen Dank fürs Dabeisein, meine Liebe. Dann Blue. Kannst du mal The World Hardest Game 3 spielen? Habe ich das noch nicht? Dann sollte ich das mal für ein Special in Erwägung ziehen. Sven Lange. 11 Münzen. Dankeschön. Bleibst du, wo du bist. Einfach der Beste für mich und meine Familie. Liebe Grüße aus Kärnten. Dann liebe Grüße an dich und deine Familie und frohe Weihnachten. Buku, wie süß du meinen Namen aussprichst. Ja, das erste LP, das ich gesehen habe, war... da war ich einfach ein kleines Küken. War Paper Mario 1000 Year Door. Wünsch dir auf allen Fall einen guten Rutsch. Ich dir auch. Und dann Niklas. 5 Münzen, tolle LPs. Ich wollte fragen, ob es sich noch lohnt, Level einzusenden. Ich baue eine Yoshi-Saga und wollte gern mal sehen, wie du ein paar zockst. Eher nicht. Also wenn, dann kommen nur noch Trends und Streams zu Mario Maker 2. Aber ja, weil hier gerade Fatih fragt, willst du mal einen Livestream mit Viewer-Level geben? Das kann auch sein. Aber naja, man muss halt eigentlich vorher sortieren, welche Level gut sind und so. Also eigentlich auch eher schwierig umsetzbar. Jerrystar, zwei Münzen. Kleines Dankeschön für die schöne Zeit. Freut mich zu hören. Und ja, dann sind wir durch. Perfekt. Wünsche euch eine gute Nacht und morgen ein gutes Essen. Tolle Geschenke, wobei es darauf aber auch nicht hundertprozentig ankommt. Einfach eine schöne Zeit, sagen wir es so. Eine schöne Zeit. Danke fürs Dabeisein bei diesem Stream und danke für Likes. Wir haben 3 Level geschafft. Hört sich erbärmlich an, aber ist gut. Finde ich. Bis morgen dann.